Willkommen zurück zu Fallout 4, dem Spiel mit der Wim Pop Fabrik, in der wir uns gerade befinden. Hier stehen noch außen der Stadt Nuka-Cola, gucken wir Automaten, stehen hier auch mal Wim-Maschinen los. Rum, in der absolut nichts drin ist, hervorragend. Hat sich hier gelohnt zu plündern. Wir suchen hier irgend so ein lustiges... Warte mal, hier gibt es noch ein Terminal. Ein Besichtigungsterminal. Was ist das hier? Wim-Erfrischung? Wim-Quantum oder was? Präsentation der Geschichte von Wim, da bin ich mal gespannt. Eintritt Erwachsener, 40 US-Dollar Eintritt, einfach für Gruppen, mindestens 10 Teilnehmer, 25 US. Informationen über die Geschichte der Firma, die Familie Weed und die ganzen besonderen Anhänger und unser Wim-Getränke. Die Vorführung beginnt um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr und 16 Uhr, Dauer jeweils 45 Minuten. 20% Rabatt beim gleichzeitigen Erwerb eines Tickets für die Fabrikbesichtigung. Wie, das ist nicht in einem Ding? What? Fabrikbesichtigung, Geschmackstest? Geführte Besichtigung der Wim-Fabrik inklusive Herstellung, Abfüllung und Verlagerung des Getränks im Anschlusspass ist ein Geschmackstest aktueller und in der Entwicklung befindlicher Getränke enthalten. Die Besichtigung. Führungsnotizen 1a. Die 1931 gegründete Unternehmen Wim ist eine der landesweit ältesten Hersteller von Erfrischungsgetränken. Das ursprünglich als Gesundheitstonikum verkaufte Produkt brachte es mit den Jahren zu großer Beliebtheit. Obwohl die Verbreitung in allen Bundesstaaten im Vergleich zu gewissen Konkurrenzprodukten langsamer zunahm, ist Wim eine Traditionsmarke, die in Kürze sogar zum offiziellen Getränk des Staats Maine genannt werden könnte. Die Vorderseite, durch die sie das Gebäude betreten haben, ist eine Nachbildung der im Jahr 2026 niedergebrannten ursprünglichen Fabrik. Die Firma befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie Weed. Folgen Sie mir bitte in den Kinosaal, wo wir Ihnen einen kurzen Film über die Geschichte von Wim präsentieren möchten. Und weiter zum Kinosaal. Beziehungsnotiz 3. Hinweis: Warten Sie, bis sich die Besucher der auf der Präsentation die Geschichte von Wim folgende 10 Minuten Pause wieder versammelt haben. Nachdem Sie nun etwas über die Geschichte von Wim erfahren haben, werden wir in kurz mit der Fabrikbesichtigung und dem Geschmackstest vorfahren. Erleben Sie, wie unser beliebtes Getränk hergestellt werden, probieren Sie eine der zurzeit entwickelten neuen Geschmacksrichtungen aus. Wenn Sie an der Besichtigung nicht teilnehmen, können Sie im nebenan befindlichen Souvenirladen eine Reihe schöner Geschenke finden. Falls Sie eine Kiste Wim nach Hause oder zu Ihren Liebsten schicken möchten, dürfen wir Sie erfreut sein zu hören, dass wir mittlerweile auch internationalen Versand anbieten. Besucher, die gerade erst dazugekommen sind oder solche, die Besichtigung mit uns fortsetzen, achten bitte auf Ihre Schutzhelme. In 5 Minuten geht es weiter. Ob es da Nachlass gibt, wenn man hier im Laden einkauft? Was ist das denn hier? Das ist Merchandise. Naja. Das Ding ist, das ist eigentlich so eine typische Brauereibesichtigung nur für Cola halt, ne? Vor allem, das ist das Verköstigen neuer Geschmacksrichtung. Das tickt so ein bisschen, als würden sie gleich bei der günstigen Gelegenheit gleich mal ein bisschen was durch. Was ist das denn hier? Die Wimmerfrischung leuchtet, aber warum leuchten die ganzen Wimmerfrischungsgetränke eigentlich alle in unterschiedlichen Farben? Das macht's ja noch viel mehr crazy, als es so normal schon ist. Hä. Was haben wir hier oben noch? Madison's Terminal. Madison? Madison, Madison, Madison? Kennt man eine Person, die Madison heißt? Hä. Ja, ich guck mir auf jeden Fall hier alles ganz genau an. Aber die haben ziemlich wenig Verwaltung dafür, dass sie anscheinend so eine tolle Marke sein wollen. Geschafft. Boah, was ist denn hier? Da ist eine Munition drin, WTF. Genau. Und Fokusbild. Diese Bildschirmarbeitsfläche, ne? Du bist so eine Schreibmaschine da. Oh nein, jetzt hängt sich das wieder auf, oder was? Na toll. Ah, jetzt geht's. Shiny? Shiny, Tweety, Sparkly. Meine Nase nervt immer noch, verdammt. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal ein bisschen so ein komisches Nasen-Dingsbums-Geräusch mache. Das ist, wenn meine Nase so partiell zu ist. Das ist extrem nervig, auch für mich. Für Zuhörer wahrscheinlich noch mehr. So, mehr Klammern haben wir nicht. Ist irgendwie meine Intelligenz über Nacht gesunken oder haben sie das nicht geändert? Weil irgendwie kommt mir so vollzeitig selbst bei einfachen Terminals jetzt mittlerweile weniger. Das wär's. Zeitplan? Fahrzeuglage mit Willis der Projektion besprechen, Quartalsbericht aktualisieren, Mittagessen von AC, Vernon Conway von Nuka anrufen, mein Treffen mit dem Vorstandsmitglied zu arrangieren, Sheriff Dienststelle wegen Neuigkeiten zu Kneipenschlägerei anrufen, Iris dazu bringen, das Rezept für die neue Captain-Mischung rauszugeben. Mit AC, was ist Captain-Mischung? Quartalsberichte? Bruttoeinnahmen, 72 Millionen, Lohnkosten, Steuern, Dings. Wenn ich das sehen kann, haben sie bis jetzt noch kein Minus-Marketing. Nettoeinnahmen, 15 Millionen. Genau. Die hat sogar Plus gemacht, die Firma. Das ist ja ein Ding. Interner Mehltransfer. Dayweed, wie können Sie es wagen? Absender von Dayweed. Wie können Sie es wagen? Mrs. Young, mir egal, wie oft die Investoren bei Ihnen wegen eines Treffens mit Nuka anfragen. Meine Familie hat nach wie vor die Aktienmehrheit und ich bin nach wie vor der CEO. Vernon Conway ist eine Schlange. Wir werden niemals mit Nuka zusammenarbeiten. Falls Sie jemals wieder hinter meinen Rücken Treffen mit unseren Konkurrenten vereinbaren, endet Ihre Beschäftigungsverhältnis umgehend. I. Manson. Zu früh für den Prozess beginnen.
Madison, was zum Teufel ist los? Lieber in der Produktionsabteilung sagt, sie hätten nach der Rezept für die Captain-Mischung gefragt, um Großbestellungen für die Produktion rausgehen zu lassen. Er hat das Rezept noch nicht, da nicht einmal die Hälfte der Geschmackstests abgeschlossen ist. Ich weiß, bisher ist alles gut verlaufen, aber Doyle hat versprochen, das Produkt nicht übereilt aus dem Markt zu werfen, bevor wir nicht genügend Zeit zum Optimieren hatten. Sie sollten doch sowohl am besten wissen, dass wir uns damit keinen Fehlschlag erlauben dürfen. Iris Madison. Mason. Das ist interessant, also scheinbar hat der Besitzer dieses Turbinets sich viel Mühe gibt, hier welches Zeug zu machen. Und die Gefahrenzulage? Das ist aber ein Witz. Wie können Sie Geld für diese große Marketingkampagne ausgeben und nicht für die Gefahrenzulage unseres Personals übrig haben? Das war der dritte LKW, den es diese Woche erwischt hat. Ich sage Ihnen, jemand will uns erledigen und ich kann die Leute nicht bitten, dieses Risiko für einen ganz normalen Lohn einzugehen. Diese Marketing-Scheiße bringt rein gar nichts, wenn das Getränk nicht in die Läden kommt. Safe-Dog? Nein, das hab ich, Sicher, dass du nicht teilweise Sünd bist? Obwohl, das wüsstest du dann ja nicht, oder? Nö, wüsste ich nicht. Ah ja, wahrscheinlich hat die Theorie, die sich daraus natürlich mehr oder weniger erschließt, ist, dass Luca Cola wahrscheinlich Stress gemacht hat am Marketing-Kommen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was das Marketing zu sagen hat. Warum was Schönes hier? Wim. Ob den Namen gekommen bist. Das gute alte traditionelle Familienunternehmen. Fuddelt da hier wieder so rum? Nee. Avoid. Ich sag doch, viel zu wenig Klammern. Also viel weniger als sonst eigentlich. Zumindest kommt es mir so vor. Stell dich vor, ich wusste das mit den Klammern lange Zeit, ich habe das versucht zuzuknacken. Gut, versuchen wir es nochmal mit Pipes. Null Treffer. Scopes? Auch nicht? Jetzt ist aber los hier, Heavy? Zwei Treffer. Heavy hat zwei Treffer. Alter. Least. Ja. Interner Mail-Transfer. Das sind großartige Neuigkeiten. Absender von DeWeed. Also DeWeed ist übrigens der Besitzer, wie wir schon früher erfahren haben. Norman, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich diese Woche gebraucht habe. Nach diesem Vorfall mit der Kleinbestellung war ich mir sicher, dass wir uns damit den offiziellen Getränk des Staates Maine hätten abschminken können. Ich weiß nicht, wie Sie die Gouverneure davon überzeugen konnten, zumindest abzuwarten, wie sich alles entwickelt. Aber das ist besser als nichts. Wenn wir das Blatt wenden und national durchstarten können, werden sie für ihre harte Arbeit kürzlich entlohnt. Young? Norman, ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber wir müssen die Fernsehwerbung bis Januar zurückziehen. Der Prozess, die neuen LKWs, die Maschinen und dann auch noch die gescheiterten Investitionen lassen uns keinen Spielraum mehr. Wenn Sie nicht anrufen und die Spots stornieren, muss Mr. Reed das übernehmen. Madison Young. Was? Norman, ich weiß, dass Sie den Vorfall in der Kneipe irgendwie herunterspielen wollen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Alex dieses Mädchen nichts angetan hat. Drei Leute aus der Fabrik haben alles gesehen. Er stand auf, um sich ein Bier zu holen, und als sie sich umdrehten, haben sie ihm sofort einen ins Auge gegeben. Er konnte nicht einmal klar sehen, als er zurückschlug. Das war ein Reflex. Er ist ein ehemaliger Soldat, dafür kann man ihm nicht die Schuld geben. Willis Red Wood. Der Geschmack von Maine? Was zum Teufel soll das überhaupt bedeuten, Norman? Der Geschmack von Maine? Wie schmecken denn Maine ihrer Meinung nach? Soll ich etwa Bäume und Nebel in eine Flasche stecken? Oh, ich weiß ja, neben Hammer und Fahnenspitze und das vielleicht auch ein Karohemd. Ich verstehe, dass sie das auf den Schienen der lokalen Spezialität voranbringen wollen. Aber ganz ehrlich, lächerlicher geht es nicht. Iris Manson. Aha. Die gute Manson scheint irgendwie, weiß ich, sie scheint mir eine Giftschlange zu sein. Hinter den Rücken ihres Chefs und welche Sachen organisiert? Mit der Marketingabteilung? Die Marketingabteilung generell verflucht? Das wär's. Oh. Was haben wir hier noch die verschiedenen Wim? Wim Captain-Mischung? Nein, Bourbon-Whisky. Ja, Bourbon. Genau. Wer kennt ihn nicht, den guten Bourbon? Ein Getränk sehr beliebt bei allen, bei aller Wesen. Was wiegt denn hier? Was? Das wiegt, die Munitionstasche wiegt 3? Aluminiumkanister wiegt auch 3. Mein Benzinkanister ist sowieso noch Stahl drin. Warum hab ich den überhaupt bei? Was hab ich denn noch so bei, was hier so unfassbar viel wiegt? Ah, nee, warte, alle drei zusammen haben so viel. Nee. Warum wiegt der Aluminiumkanister nicht genauso viel wie der Benzinkanister? Das war eigentlich unlogisch. Terminal des Generaldirektors. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was der zu sagen hat. Zu dem ganzen Thema. Aber wahrscheinlich lesen wir nur die Mails, die wir gerade schon gelesen haben. Obwohl, ein paar Terminals haben wir gefehlt. Weil die wahrscheinlich irgendwie minimal abgebrannt sind. Wenn man die ganzen Terminals nicht jedes Mal hacken müsste. Man schnell Informationen nachlesen, gut ist. Warum ist das ja nicht schon wieder so rangezoomt? Irgendwie rauszoomen. Nervous. Nee. Offensichtlich nicht. Sealand. Auch nicht. Beating. Auch nicht. Central. Cool. Jawohl. Es ist passiert.
Die Sirenen sind losgegangen. Ich habe mich in mein Büro eingeschlossen, aber die Berichte im Radio waren beunruhigend. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie hier angreifen würden, aber wer weiß, was die Chinesen vorhaben. Scheiße. Gerade habe ich eine Explosion vor dem Gebäude gehört. Das können sie nicht sein. Warum sollten sie denn in der Fabrik für Erfrischungsgetränke angreifen? Oh Gott, ich muss hier verschwinden. Treffen mit den Investoren. Anscheinend muss ich mich mit dem Vorstandsmitglied treffen, um das mit der Übernahme Chaos hinzukriegen. Ich werde mich für Nuka dazu drängen lassen, die Firma mit zu verkaufen. Den Kampf um das Quarz-Warenzeichen haben wir bereits verloren. Wahrscheinlich müssen wir den Verkauf bis zum Ende des Jahres einstellen. Ich muss nur dazu bringen, zuversichtlich zu bleiben, bis wir die Captain-Mischung rausbringen und unsere Getränke in allen Bundesstaaten verkaufen können. Es ist fast alles soweit. Jetzt müssen wir nur noch die letzten Hürden überwinden, um in großem Maßstab konkurrenzfähig zu werden. Was die Investoren haben. Sir, ich wollte Sie nicht vorübergehen. Die Investoren haben mit Vernon Conroy gesprochen und gedroht, Ihren Anteil nach den verschiedenen finanziellen Problemen der letzten Jahre direkt an ihn zu verkaufen. Falls wir nicht wenigstens Ihrem Treffen anberaumen, die Situation direkt mit ihm zu besprechen. Selbst mit einem Anteil von 5% würde er einen Sitz im Vorstand erhalten und Sie müssten ihn sowieso treffen. Wie soll ich vorgehen? Aha. Wir werden angegriffen? Mr. Reed, ich weiß, dass Sie auf dem monatlichen Treffen die Probleme beim Vertrieb als reine Zufälle darstellen, aber allen nötigen Respekt, Sir. Da liegt Sie falsch. Das sind nicht nur irgendwelche Überfälle oder Diebstähle. Unsere LKWs wurden gestohlen, es wurde auf sie geschossen, unsere Fahrer wurden überfallen und selbst die Techniker melden seltsame Vorfälle mit den Maschinen. Das ist nicht einfach nur Pech, sondern ein Angriff auf die Firma. Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, verlieren wir Personal. Willis Wood. Mr. Reed, ich kann nicht gar nicht glauben, dass die Leute diese Captain-Mischung wirklich mögen. Ich hielt Norman für verrückt, als er mich bat, den Geschmack von Maine in eine Flasche zu bringen. Ich möchte Ihnen gar nicht sagen, was in den Rezepten enthalten ist, da Sie mir wahrscheinlich sowieso nicht glauben werden. Wir können das Getränk im begrenzten Rahmen rausbringen, wir brauchen aber mehr Zeit für Tests, bevor wir dauerhaft ein Sortiment von Wim aufnehmen. Ach, Mason war in Forschung und Entwicklung? What? Mr. Reed, Vernon Conroy von Nuka hat heute wieder angerufen. Er hat das ursprüngliche Übernahmeangebot um 5% erhöht und will Kopien davon an unsere Investoren schicken, falls sie ihn nicht zurückrufen. Möchten Sie das Angebot wirklich nicht annehmen? Mit unserer Finanzen steht es schon seit Jahren schlecht, Sir. Ich weiß, dass die Firma der Stolz ihrer Familie ist, aber wäre es wirklich so schlimm, unter dem Dach von Nuka zu arbeiten? Der gute Mann hatte Prinzipien. Naja, Familienunternehmen wahrscheinlich, ne? Das kennt man ja eigentlich so von Familienunternehmen. Na gut, gucken wir uns mal den Fabrikboden an. Wo mir das Spiel die ganze Zeit sagen möchte, ich woanders langlaufen muss. Ich weigere mich. Du bist halt zur Wim-Fabrik. Naja. Naja. Achso, das Loch hier war. Ich denke mal, das Loch war einfach mal eine Tür, die dann spontan zu was anderem geworden ist. Der Fabrikboden. Ich lasse mich vermuten, dass die Fabrik flach ist. Ach ja. Warum wird denn hier geschossen? Oh, ein Witz, warum mit dir geschossen? Ich mag das nicht, wenn. Also eigentlich ein Wunder, dass hier drin überhaupt noch was brennt. Das sind gerade so geschlossene Gebäude. Da draußen ist was. Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Nö. Gerade in so Gebäuden, wenn da was brennt, dann müsste das Feuer doch eigentlich ruckzuck den kompletten Sauerstoff im Gebäude weggenommen haben. Ja, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, mal Feuer zu machen. Ob es das so wie. Ob es das so wie in Sky irgendwie schön fand? Und dann einfach das Feature behalten wollte? Warum sind noch mehr Computer? Wahrscheinlich die langweiligen. Oder haben die ihre komplette Fabrik irgendwie drei Etagen unterirdisch gelegt? Ist das nicht mega teuer? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendeinen Punkt gibt, ab dem es teurer ist, in die Tiefe zu bauen, als weitere Quadratmeter zu kaufen. Sei denn, gut, du kannst dich, aber... Selbst dann... Eigentlich hat nichts gewesen. Nö, nichts gewesen. Aber eigentlich hat ja eigentlich alles einen Preis. Alarmanlagen? Supermutanten die Alarmanlagen aufstellen? Ich was hören! Du hör nix. Das wüsste ich. Ich bräuchte was, um die Zeit zu verlangsamen, während ich am Anvisieren bin. Oh, warum müssen die denn immerhin irgendwelchen. Alter! Mensch, wir spielen zu viel bei Wegen. Sollte nicht lang dauern! Wir werden halt nicht immer beim Anvisieren. Oh, ist tot. Was ist das denn noch? Wo kommt denn hier so eine scheiß Warmungsratte her? Ja, bestimmt. Wo kommen denn diese verdammten Scheißratten her? Ah! Die gehören dann aber gar nicht so richtig zu Supermutanten dazu. Oh, ich hätte mal gleich ein paar mehr Kryptokohlen essen sollen. Ja, sag mal. Da stehst du super. Das war wohl der letzte. Hoffe ich.
Nochmal die Frage, wo zur Hölle kommen die Ratten her? Oder hat Nuka-Cola hier einfach auch Ratten importiert? Nur um die Produktion aufzuhalten. Lustig wär's, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Warum liegen eigentlich überhaupt Sandsack-Barrikaden her? Wo kommen die denn bitte schon her? Dich nur verstecken, kleiner Mistfink! Kopf verlässt! Och, das ist ja schon wieder so ein... Och. Früher oder später, du müsst rauskommen. Warum muss ja eigentlich jeder Gegner immer irgend so ein legendärer, digitierender Kriegsfürst der Finsternis sein, der jedes Mal, wenn ihr kurz bevor ich tot habe, wieder irgendwie digitiert und dann wieder stärker wird. Also beziehungsweise sich wieder voll heilt. Das voll heilen stört mich eigentlich. Dass ich stärker werde, ist mir jetzt nicht wumpe. Oh. Was hast du noch so drauf? Boah, halten die viel aus. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Supermutanten sind so ein bisschen die Draug-Todeslorde von... Ist das strafend? Ich wiege das Ding. Weil, naja, gut, das ist nicht aus. Kommt. Da. Wie kann da hinter mir einer stehen? Hä? Ach, da unten. Da bist du. Alles voller Supermutanten hier. Du kriegst hier keine ruhige Minute. Hier gibt's da so viel zu erkunden, aber ich renne hier einfach gerade durch wie sonst was. Ach Mann, was willst du denn? Drecksviecher. Achtung! Oh, oh, oh. Verdammt. Versuch langsam. Ach Mann, ey! Ah. Boah, diese behinderten Supermutanten. Weil ich sehe die Granaten noch wie. Vor allem, warum machen Granaten eigentlich mehr? An mir immer noch so viel Schaden. Immer wenn ich welchen Gegner Granaten am Kopf werfe, dann kommt da überhaupt nichts bei rum. Hier nochmal ein Eingang, oder? Ja, das ist nur der Eingang. Dann versuche ich mal woanders lang zu gehen. Letztes Mal bin ich ja gerade hier. Bin ich ja da hinten irgendwie lang gelatscht. Jemand da? Nein. Was ist das? Och Mann, ey. Was ist denn jetzt hier los? Hallo. Aha, gefunden! Hast Putz erledigt. Ja, krass, dass er mich gefunden hat, aber wirklich. Was ist der Typ da hin? Ha! Der Schwanzvergleich. Hm. Müssten die Hörner nicht ein super tolles Puschelschwänz-Dingsbum haben? Das müsste doch eigentlich Schwanzvergleiche ganz gut gewinnen, oder nicht? Irgendwie sind Supermutanten lästig, habe ich das schon mal erwähnt? Überall stehen die rum und ballern rum und werfen mit Granaten um sich. Dieses behinderte Granaten rumwerfen, das verfolgt mich von Spiel zu Spiel. Ich die Papier zum Heilen. Sollte vielleicht mal auch einmal angewöhnen, mal auf der einmal zu speichern. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Ja, ja. Ein kleiner Mistfink? Gibt es nicht irgendwie einen tollen Schalter für die Selbstzerstörung oder so? Unterhebegewehr, das ist ja schön. Wim Quarz? Achso, das ist das Zeug, wofür sie das Patent verloren haben, oder was? Ich frage mich, ob es irgendwo einen Wim-Sammler gibt, also für dieses Getränk, der halt die verschiedenen Varianten halt sucht. Ich hab... Ach, welchen Teil machst du denn da schon wieder? Ach, jetzt, ach, der hat die Maurusratten gefunden, nehme ich mal da an. Weil ich habe mittlerweile doch schon ziemlich viele verschiedene Arten von ich tue der Welt hier einen Gefallen. Ist das eine eingefahrene Getränkeabfüllung? Hm. Verdammt! Gute Nacht! Also auf der Hüfte schießen die da gar nicht. Scheiße. Radioaktive Drüse, what? Oh, hat mich ganz schön erwischt. Ich finde das ja irgendwie... Also es ist verstörend süß mit diesen Kettybänden hier so hängen. Aber dieser Fleischhack da drunter ist irgendwie... Ich glaube, es sollte ein Geschenk sein. Die finden... Offenbar haben die das Weite gesucht. Kommt hier. Das war wohl der Letzte. Hm. Mit aus der Hüfte Feuer mache ich mich echt nicht glücklich. Dauert... Och. Ich glaube, wir sind wohl nicht allein. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ich habe so wenig Punkte, Breaker. Gibt ganz andere, die haben nicht mal 100. Kannst dich doch glücklich schätzen. Mit den Punkten, die du hast. Andere Leute müssen darben. So, jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja, genau, jetzt sind wir wieder in den Raum hier. So, in einem Raum weiter bin ich letztes Mal gestorben. Das ist aber verwirrend hier. Ich glaube, das Level... Ach, jetzt ist wieder hier. Ich glaube, das ist aber doch recht linear hier, fällt mir gerade so auf. Das ist, ich dachte erst vorhin, ich könnte noch woanders weiter, aber... Oh, was ist denn hier noch?
Wim. Mit der Wim-Flasche in der Hand ist er gestorben. Das ist ja irgendwie auch. Macht er hier so Brupp-Geräusche? Was? 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 Okay, kein Wunder, dass die Typen Minus gemacht haben. Bei dem Wim. Bei dem. Lol, was? Moment. Was? Terminal des Wim-Gesandten? Was zur Hölle? Die haben eine Power-Rüstung mit Wim anstrich? Rim-Präsentantenprogramm. Beim WIM-Repräsentantenprogramm handelt es sich um eine Marketingkampagne, mit der wir WIM direkt zu unseren Kunden bringen. Bewährte Mitarbeiter fahren mit Werbe-LKWs in beliebten Zentren und dort verteilen sie speziellen lackierten Power-Rüstungen gekleideten WIM-Repräsentanten Flaschen der Marke WIM. WIM-Erfrischung, WIM-Quarz. Sie beantworten Fragen, geben Kontaktinformationen. Baupläne lackieren. Ah. Führungsnotiz. Hinweis. Warten Sie, bis alle Besucher aus der Abfüllung eingetroffen sind, bevor Sie mit diesem Teil der Führung beginnen. In diesem Bereich lackieren und warten wir die von den WIM-Repräsentanten verwendeten Power-Rüstungen. Diese unterschiedlichen Freunde tragen die Botschaft des großartigen Geschmacks von WIM hinaus in die Städte. Schon bald werden auch Sie in Ihrer Nähe kostenlose Flaschen mit WIM-Pop verteilen. Echt jetzt? Die WIM-Power-Rüstung? Wirklich? Also, die kommt gerade ganz gelegen, aber... Ist so eine Power-Rüstung nicht furchtbar teuer? Hab mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen würdest. Gar nicht übel. Nein! Ach. Also wirklich, das ist ja... Krass.